Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. In der letzten Folge sind wir, ja, so wie in den anderen Folgen auch wieder mal so ein bisschen mit dem Schwarzen rumgelaufen, hatten einige Flashbacks aus von den guten alten Zeiten her, wo wir nach Auschwitz gefahren sind, unter anderem mit der Mutter so ein bisschen unterwegs, auf dem Sandkasten und so, ne, das, was man halt so als kleiner Bibble-Bobble erlebt. Ja, ansonsten hat sich nicht viel an unserer Situation geändert. Wir scheinen jetzt zum roten Platz zu kommen, der wahrscheinlich auch nochmal voller Russen sein wird, nehme ich jetzt mal an. Der heißt... Hier ist Gefahr, anders als vorher. Ich schwöre sie und werde bei dir sein. Werde dir sagen, was zu tun ist. Oh, jetzt will er mich auch nachher rumkommandieren. Ich meine, er heißt Roter Platz. Wenn da jetzt Faschisten wären, wäre es ganz komisch, ne? Die kamen ziemlich selten in den beiden Teilen, muss ich mal sagen. Ich dachte jetzt schon wieder, ich bin falsch gelaufen. Ist das die Mitte? Alle Straßen führen hier hin. Deshalb kommt... So wie in der letzten Folge, wo es da auf einmal zu strahlisch war und ich deswegen gestorben bin. Schön, schön grün. Sie sind hier. So lange. So viele. Und sie wissen, dass wir fühlen. Also ich fühle gerade gar nichts außer Abneigung dir gegenüber. Ah. Sie sind nicht rot. Es ist ihr Zuhause. Wer? Was? Sie haben Angst um ihr Zuhause. Angst vor dir. Dunkelheit. Kommt. Schnell. Wieso haben die Leute denn Angst vor mir? Ich dachte gerade, da wäre ein Edelstein, aber das ist ja eine Maske. Ja, für manche sind Masken jetzt auch sowas wie Edelstein. Ja. Kann die leider nicht umstoßen. Ich glaube, ich muss hier hin. Hatte ich eigentlich... Naja, Sound ist wieder normal eingestellt, auch schon seit einigen Folgen. Jetzt kommen die Paras. Oh. Nur kleines Zeugs hier, hä? Die Munition ist quasi schon verwest. Schade, schade, schade. Ist ja eigentlich Maskentime wahrscheinlich, ne? Dumme Frage. Test es aber trotzdem gern. Ja. Mittlerweile nur noch pure Maskenmissionen hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier? Ne, da war ich doch auch schon. Ach, Leute. Ich check's doch schon wieder nicht. Das scheint sich auch immer wieder zu wiederholen. Ist das eine Granate oder immer der Blitz, der einschlägt? Einfach hier runter, ich bin so doof. Schneller! Wind! Gefährlich! Schneller! Reden! Sätze! Ich spüre. Hier ist es sicher. Wir sollten warten. Okay. War. Und tschüss. Wie immer die PlayStation bei so actiongeladenen, aufregenden Sachen immer mithustet. Ja, ich versuch's doch. Ja, und wenn nicht, laden wir neu. Muss ich hier lang? Man spürt den Sturm richtig, falls sich jemand fragt. Ach so, Moment. Ach nee, der hat mir gar nichts getan, aber es war ja ein Monster. Upsi. Edison. Ich habe anscheinend Edison getötet.
Der Name sagt mir irgendwas. Gab's da nicht mal Familie Edison oder so? Irgendeine scheiß Serie? Ja. Der hat jetzt aber drauf angelegt, hä? Ist das nicht eher die Russenmusik hier, die ich gerade höre? Mich greifen Monster an. Na gut, vielleicht waren die ja mal Russen. Vielleicht sprechen die ja Russisch, kann auch sein. Die Band ist gerade ein bisschen verwirrt, sie weiß selber nicht, wo wir sind. Sie spekuliert nur. Ja, natürlich, da hat mich einer gedreht, hab trotzdem nicht gefunden, ey. Junge. Warte mal, ich nehme mal. Ah, ich kann kein Medikit nehmen, weil da hätte ich ja jetzt die Möglichkeit gehabt. Mag noch jemand kommen? Dann könnte ich mir noch die Brandgranate holen. Nee. Sieht schlecht aus. Oh, oder? Ah, wo ist er, der Löwenkönig? Nicht hier, okay. Das sieht aber nicht gut aus. Sehr, sehr giftig. Nee. Medikit? Okay. Wenn du das sagst, kann ich ja doch nochmal mir das holen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ja, war wahrscheinlich wegen dem Wasser. Dann halt hier lang. Ja, wo ist er denn? Der Schwarze. Spürst du das auch, Archer? Keine Angst, ich bin ganz nah. Ja, leider. Ich hab grad schon überlegt, bin ich jetzt tot? Ah. Bin ich jetzt in der Hölle? Ich störe hier niemanden. Ich versuche einfach nur die Orientierung zu behalten. Sie sind schon so lange hier. Es sind viele, aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Ich wollte mich nur umgucken. Meine Taschenlampe geht nicht. Okay. Was auch immer das jetzt war. Ich dachte, Kahn ist für solche abgefuckten Momente zuständig. Was ist mit dem eigentlich? Ah, das Thema hatten wir schon, ne? Der ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er ja nie existiert. Ja, da war ja was. Ey, Moment. Hatte sie auf? Ach, der Filter? Ja. Klick, klack. Kann man vielleicht ein bisschen hier die Umgebung einfangen. So. Das hat ja hier was von der schönen Burg, ja? Interessant, interessant. Hochspringen kann ich natürlich nicht. Da muss ich wie so ein Trottel einmal rumlaufen. Das Dumme ist, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich... Warte, hier. Nee. Ich glaube, da gab es noch einen anderen Ausgang. Oder? Ja, hier. Ist das nicht dasselbe? Nee. Oder? Hier? Da? Ich hoff's. Gott, das ist schon wieder... Warte mal. Hier? Nee. Nichts. Die Taschenlampe hilft mir auch gerade sehr viel, ne? Okay, es hört sich gut an. Ich habe ein Monsterchen ausgelöst. Ein Monsterskriptchen. Ich muss gerade hier so bei der Umgebung so ein bisschen an Demon's Swords denken. Ne? Klar, Ritter, Bogen und so passt natürlich auch. Löwen, ganz klar. Russen. Und Schwarze, alles ist da vertreten. Archon, da sind böse Leute. Viele. Sehr rot. Ja, zeig sie mir mit deinem Superscanner. Hast du doch vorhin auch gemacht. Ach, scheiße.
Das macht er auch nur, wenn er Bock drauf hat. Ich sehe hier gar keinen. Absolut gar keinen. Was erzählst du? Noch eine. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Ah. Verdammt nochmal. Es ist Aktion. Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt von Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Also, hatte ich leider bestätigt. Zu erschöpft. Bestätigt sich meine. Angriff! Eliminiert ihn! Führt na, den Befehl! Guck raus! Er bestätigt sich meine Vermutung, dass sie sich jetzt doch kennen, obwohl sie sich eigentlich nicht kennen dürften. Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Also sie haben dann dieses Zeitreisen auch nicht hundertprozentig durchgezogen oder was. Ja, Gott, ihr wollt, dass ich Sniper spiele oder was oder wie. Das dachte ich gerade, ich bin schwarz erschossen. Ja, alles gut. Ja. Ich bin allmächtig, aber ich mach nur das Notwendigste. Also kommt jetzt wieder dieses ganze Kackgelaber. Medikit. Gut zu wissen. Ah, noch einer. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal. Es ist Aktion. Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Zug. Ich helfe. War ja das? Weil es plötzlich so ruhig ist. Scheint ja eine besondere Rüstung zu haben, wenn ihr mich alle direkt erkennen könnt. Und wie gesagt, vielleicht steht auch einfach Hauptcharakter auf meinem Schädel. Okay. Hab ich ihn? Glaub schon. Drüber geschossen, ne? Jetzt ist er am Arsch. Ja, ich nehme mal sicherheitshalber eins, habe ich ja quasi gratis. Okay, hinter mir. Okay, das ist doch gar nicht so einfach, wie ich. Naja, okay, ich habe nie gedacht, dass es einfach ist. Nur, ich sag mal so, es ist asozialer als gedacht. Erstmal wieder Skript auslösen. Ah, noch einer. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Ja. Verdammt nochmal. Es ist Aktion. Na, dein Glück einfach musste ja irgendwann aufhören. Anders positionieren. Dieses Slow-Mo gefällt mir ganz gut. Die kannst du öfter machen. Nicht mehr. Zu erschaffen. Ja, halt's Maul. Ich bin dein übermächtiger Freund. Ach nee, so viel kann ich doch nicht, wenn es drauf ankommt. So treffen die mich schon wieder so heftig. Ja, die Lichter hätte ich halt abknallen müssen, ne? Richtig nervig. Wie er rumzappelt. Okay. Ja, dann erstmal die unten, würde ich sagen. Da. Alter, ja, oh, der Filter, na klar. Filter. Wie eine Granate geworfen, ja. Ich glaube, das Medikit habe ich da hinten noch, ne? Ja, weil sie auch neuerdings viel mehr aushalten. Oh ja. Schieß. Ich wünschte, ich könnte nachladen und trotzdem gleichzeitig looten. Das ist immer so furchtbar, ey. So.
Habe ich? Bin mir sicher. Ja, ich glaube jetzt. Okay. Puh, ich glaube das. Du hattest deine Chance. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Ha! Wir hätten dich aufgenommen. Nee, ihr wolltet. Ihr habt mich doch schon vergewaltigt. Ich glaube das Schlimmste habe ich hinter mir. Bossmusik oder was? Erstmal machen wir die Scheiße da aus. So. Ist er das? Ist das mein Freund? Du musst fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Hirn noch benutzen. Ah, mach ich gleich. Mein Hirn ist sehr, sehr gut im Schießen. Der ist wahrscheinlich super stark, ne? Ja, ich hätte gerne. Sieht gemütlich aus. Ich hätte gerne diese eine Medikit. Oder hast du gedacht, Korbut hätte dich völlig vergessen? Nicht solange du lebst. Und ich auch nicht. Du wolltest es nicht so wie wir, wolltest dich uns nicht anschließen. Also wirst du dir einfach ins Gras beißen müssen. Kann er sich... Kann er sich porten? War doch eben rechts. Alter, was ist mit diesem Filter los? Kommt jetzt echt die nächste Welle? Finde ich jetzt spontan ein bisschen doof. So nach dem Motto, oh, du hast... Habe nicht rechtzeitig penetriert. Gut, dann kommt jetzt die nächste Welle. Alter, diese schweren Truppen, ne? Junge. Das ist doch ein Witz. Das ist echt ein Witz. Okay, zurück. Eine neue Maske wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht aus der Ferne. Alter. Die Batterie ist scheißegal. Braucht keiner. So, schieß mich mal an, damit ich weiß, wo ihr seid. Oh, warte, warte. Das hätte ich natürlich auch schon mal besser einsetzen können. Gut, lege ich halt jetzt mal hier einen hin. Besser spät als nie. Nee. Keiner da. Ah. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Weiß lieber so. Ja, Alter. Stillhalten. So. Das war's. Das war ordentlich, hä? Oh. Warte, dir gebe ich das hier. Allahu Akbar, Bitch. Oh, oh. Loot. Er lebt immer noch. Er lebt halt echt immer noch. Muss nachladen. Mach das. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose. So viel ist sicher. Komm schon, Ranger. Töten und verstümmeln, wie du es immer machst. Oder bist du ein Angsthase? Also Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Was ist eigentlich sein Problem? Ist mal ganz ehrlich. Ich schaue hier nochmal so ein bisschen nach... Loot? Oh, okay. Ja, okay, aber das können wir jetzt nicht so stehen lassen, oder Handy? Dann müssen wir nochmal, glaube ich... Ja, guck hier. Nee. Den gönnen wir uns doch jetzt noch. Vielleicht. Wo ist der eigentlich? Da oben? Kriegt er sich hinter der Kiste, oder was? Okay. Grüß Granata! Okay, ich warte, der hat. Ich gebe dem jetzt doch nicht zwei Medikits, ey. Kann ich da rüber? Nee, kann ich rüberwerfen. Schieß. Ja. Gerade ist die Treppe runtergefallen, ne? Verdammt! Ha! Du bist ein hartnäckiger Hurensohn! Also!
Ende zu bringen, oder was? Das nenne ich mal ein Duell. Ja! Komm hier hin! Mir jagen, aber ich kann noch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge! Kommt bestimmt gleich ein Quicktime-Event, oder? Ach, der rennt weg von mir. Ja. Feiger Bastard. Du bist gut. Gut. Komm schon und bring es zu Ende. Gut im Granatenwerfen, ja. Oh, warte, ich muss meinen Filter wechseln. Oh. Krass, dass man wirklich richtig gegen ihn kämpfen kann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, 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 ja, 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 warte. Nein, nein und nein. Keine Medikits mehr für dich. Oh. Er ist nicht nur kein Zorn, nur Trauer? Ich verstehe nicht. Ich werde ihn trotzdem töten. Mir egal. Oh, ich glaube, ich habe ihn erwischt, hä? Hä? Wo ist er denn jetzt? Wie weit ist der? Ein Messer? Ah. Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Ach, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, auch nicht schlecht. Der Test an der Ogyabriskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche. Dann bricht ein neues Zeitalter an. Was wird das denn jetzt? Artyom! Was ist los mit dir, ha? Artyom! Entscheide! Du gehst! Du hilfst! Entscheide! Wir können nicht lange bleiben! Nicht einfach so! Artyom! Töte mich! Artyom! Jetzt! Ich verstehe jetzt nicht. Ich will, dass er stirbt. Konnte ich ihm nicht einfach das Messer durch die Kehle rammen? Ist er jetzt tot oder nicht? Du konntest nicht vergeben? Ja. Ich verstehe. Ja. Er hat viel Böses ja, getan. Du Mutterficker. Das mag ich nicht. Ja, ja. Ja. Das genau das wollte ich, du kleiner Wichser. Schieß, wieso kann ich mit der Shotgun nicht schießen? Du kleiner Wichser, Alter. Kleiner. Ich habe dich gemocht, okay? Mein Leben in einer Nussschale, wie man so schön sagt. Immer wieder dasselbe. Ich vertraue euch allen und ihr tretet mein Vertrauen, meine Gefühle mit Füßen. E-Girls, Discord-Leute. Ist genau das muss mit euch allen passieren, ey. Ja. Leute, das war's heute mit Let's Play Metro Last Light. In der nächsten Folge versuchen wir dann schätzungsweise noch Miller und so weiter zu retten. Die Pole ist immer noch. Wir sind immer noch nicht da, aber
Die Verräterschweine sind jetzt erstmal alle tot, ne? Also, wir haben schon einige Fortschritte in dieser Folge gemacht, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.